Herzlich willkommen zu einem neuen klitzekleinen Projekt auf meinem klitzekleinen Kanal. Und was machen wir heute? Wir spielen heute Getting Over It with Bennett 40. Irgendwer hat mir dieses Spiel schon mal vorgeschlagen, da konnte ich das aber noch nicht kaufen. Jetzt kann ich es bei Steam kaufen und deswegen habe ich es getan. Und wir starten ein neues Spiel. So, was genau erwartet, weiß ich mir nicht. Ich habe einen Typ in einem Topf gesehen mit irgendeinem Kletterhammer. Ich denke, das wird uns jetzt noch erklärt. Und ich brauche anscheinend nur die Maus zum Steuern. Da ist... Okay. Okay, ich bin ein nackter Mann in einem Topf. So geht's weiter. Kann ich hier... Ach du Kacke, wie soll ich denn da an dem... Und... Okay, Moment. Und hepp! Oh! Okay. ist das Bennett eigentlich da in dem Topf? Komm schon! Da muss man richtig hart zuschlagen, ne? Damit der da richtig drin hängen bleibt. Kann ich den auch selber... Oh nein! Oh Gott, ich bin wieder abgeprallt. Muss ich hier überhaupt hin? Oh Gott. Okay, Moment. Ich mach mal hier... So, ganz außen rum. Und rein. Ey, warum ist er abgeprallt? Ah, okay, Ich muss irgendwie... Muss ich... Da... Und jetzt muss ich wieder so. Okay, Moment. Jetzt, warte, kann ich mich... Wieder? There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute, if you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black, if you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it, if you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view, starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Komm schon! Guck mal, du bist doch so ein muskulöser, starker Mann. Zieh dich doch mal hier. Was will der Typ mir da erzählen? Von wegen, ich habe mein Portemonnaie zu Hause vergessen. Komm, rüber. Kann ich mich so abstoßen? Okay, Moment, bleib dran. Da auf der Spitze. Auf der Spitze. Komm schon rüber. Komm. Was ist das? Was ist das? Komm rüber. Okay, Moment. Ne, jetzt hänge ich hier wieder drunter fest. Ist nicht geil. Okay, Moment. Vielleicht muss ich auf die Spitze. Wir ziehen mal ran. Warte, wie kann ich ranziehen? So. So kann ich ranziehen. Wir machen das mal wieder lose. Hier auf der Spitze. Und jetzt... Oh. Abdrücken. Wie drücke ich? Oh, yes. Oh. Oh, mein Töpfchen. Das Wasser rausgekommen. Oh, oh, die Leute, diese Steuerung, ne? Das muss man selber zocken, um zu erfahren. Oh. Oh, oh, oh. Oh, Mist. Das war... Oh. Und... Ah, Mist. Okay, Moment. Wir haken uns hier ein. Okay, ich hänge. Der Topfmann. Der Mann in seinem Topf. Komm schon. Komm schon. Getting over it. Geh doch drüber. Alright. Thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. And don't worry. I'll save your progress. Always. Even your mistakes. Okay, speichert alles. Wow. Alter, ich bin der übelste Klettermeister, oder? Okay, Moment. Hier hänge ich mich mal ein. Dann ziehe ich mich ein bisschen ran. Und this game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. The author of that game is Jazz, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B-games. And B-games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely. And they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products.
Schön, dass du mir das erzählst. Nein! Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration. A real punch in the gut. Ja, ist es auch. Oh, Mann. Komm schon. Oh. Ich krieg die Krise. Oh. Oh. Der Mann in dem Topf. Der Mann in dem Topf. Ich bin ein Mann im Topf. Und ich, oh, oh, oh. Mist. Ah, ey. Kannst rausstrecken hier. Ab. Okay, okay. Und hep. Oh, Mist. Okay, ich glaube irgendwie in Holz kann ich mich ein bisschen festhacken. Im Stein nicht so gut. Oh Gott, ich bin hier hoch. Ich... Oh, mir... getting over it. Komm schon. Geh mal, jetzt... Kann ich den Stein kaputt schlagen vielleicht? Hops. Warte mal, vielleicht kann ich ja einen Mega-Jump. Ne, kann ich nicht. Ai. Alter, ich war schon so weit oben. Oh. Hä? Okay, aber jetzt ganz vorsichtig. Ranziehen, ranziehen. Okay, wir sind oben. Wir sind oben, ganz vorsichtig. Getting over it heißt das Spiel. Oh, und wir kommen nicht drüber. Meine erste Taktik war, glaube ich, am besten. Oh! Alter, das war nice. Und das mache ich jetzt gleich nochmal. Oh. Okay, okay. Rausheben den. Komm schon. Hack dich doch da irgendwo ein. Ja, ja. Nein! Nein! Sorry. Ah, und da kommt so entspannende Musik. Oh nein, nein! Komm. Ah, Mist. Der musste ja quasi von... Musste ja... Warte mal, ich punch mich da hoch. Oh. Okay, jetzt hier vorne ein bisschen rein. Hier vorne an die Kante. Okay. Und eins. Zwei. Fliegtöpfchen! Ah, oh, Mist. Oh, oh nein! Oh! Oh! It happened again. Keep on trying. Don't let it get to you. Okay, okay. Keep on trying. Oh Mann, ich weiß, warum mir dieses Spiel empfohlen wurde. Oh! Und Leute, damit weiß ich jetzt schon, damit kannst du Leute brechen. Mit dem Spiel kannst du Leute brechen. Komm schon, hier, ganz am... ganz... da... Oh, nein! Okay, okay, Moment. Ganz locker. Arme lang, Arme lang. Sehr schön. So, hier auch. Arme lang. Arme lang. Okay, nein, so lang geht's leider nicht. Okay. Hier müssen wir ganz vorsichtig. Wir sind... ganz close to the edge hier. Oh. Okay, okay, Moment. Ich ziehe mich erst hier ran. Ranziehen, ranziehen. Konzentrier dich, Kreis. Konzentrier dich. Okay, wir stehen hier. Stehen wir ganz gut. Da oben ist ein Rohr. So, jetzt können wir uns doch hier langsam einhaken, oder? Und vielleicht jetzt nochmal die Arme lang. Arme lang. Oh, nice. Okay, okay. Oh. Oh, nein, nein. Oh. 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 Okay, ich häng gut, ich häng gut. Konzentration. Nein,
Nein, nein, nein! Nein, nein! Oh. Nein! Oh! Oh! Oh nein, wir rutschen. Ich rutsche ab. Oh! Oh! Okay, okay. Vielleicht muss ich mich hier irgendwo. Kann ich mich hier so hinsetzen? Vielleicht. Warte mal, vielleicht geht es hier. Okay, genau. Da auf die Kante. Ich doch am weitesten oben. Und jetzt ganz vorsichtig, wenn ich mich jetzt ranziehe. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Das Ding ist. Knabbert an der Kante. In a certain way, sexy hiking is the perfect embodiment of a B-game. It's built almost entirely out of found and recycled parts. And it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery. And the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Oh nein! Oh, kacke, ey. Okay, kannst du dich so hochdrücken, hochdrücken? Nein! Oh Gott! Fear. It's not the falling down. Oh Gott! The staying down. Mary Pickford. Mary, schön, dass du das. Toll, wirklich sehr gut, Mary. Oh, Leute, ich. Ich heule. Oh, 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 nein! Okay. Oh. Das gibt's doch nicht! Das kann nicht wahr sein! Okay, ich glaube, ich werde hier von Eno eine Folge aufnehmen müssen. Kein Mensch will doch sehen, wie ich hier diesen Berg hochkletter und daran verzweifle, oder? Oder wir schließen jetzt schon in den Wetten Kommentare ab, wie viele Folgen wird er brauchen. Irgendwann eines Tages in ein paar Monaten gucken nur noch 5 Leute zu, dann schaffe ich's. Okay, ich glaube, das geht hier so nicht, hä? Oh, lalalala. Mein Töpfchen ist noch voll Wasser. Ja. Oh. Oh. Okay, ich kenne diese Stelle sehr gut hier. Muss hier irgendwo Halt finden. Nee, jetzt wieder. Moment, Maus nach oben. Okay. So, kommen wir auch hier drüber. Maus wieder nach unten. Ab. Okay, hier musst du so einen Jump machen. Oh, aber einen besseren als den. Oh. Ah, Mist. Halt, halt. Oh. Das gibt's nicht. No! Herzlich willkommen zu einem neuen klitzekleinen Projekt auf meinem klitzekleinen Kanal und was machen wir heute? Wir spielen heute Getting Over It with Bennett 40. Irgendwer hat mir dieses Spiel schon mal vorgeschlagen, da konnte ich das aber noch nicht kaufen. Jetzt kann ich es bei Steam kaufen und deswegen habe ich es getan und wir starten ein neues Spiel. So, was genau erwartet, weiß ich mir nicht. Ich habe einen Typ in einem Topf gesehen mit irgendeinem Kletterhammer. Ich denke, das wird uns jetzt noch erklärt. Und ich brauche anscheinend nur die Maus zum Steuern. Da ist... Okay.
Okay. Ich bin ein nackter Mann in einem Topf. So geht's weiter. Kann ich hier... Ach du Kacke, wie soll ich denn da an dem... Und... Und... Okay, Moment. Und hepp! Oh! Okay. ist das Bennett eigentlich da in dem Topf? Komm schon! Da muss man richtig hart zuschlagen, ne? Damit der da richtig drin hängen bleibt. Kann ich den auch selber... Oh nein! Oh Gott, ich bin wieder abgeprallt. Muss ich hier überhaupt hin? Oh Gott. Okay, Moment. Ich mach mal hier... So, ganz außen rum. Und rein. Ey, warum ist er abgeprallt? Ah, okay, ich muss... Ich muss irgendwie... Muss ich... Da... Und jetzt muss ich wieder so... Okay, Moment. Jetzt, warte, kann ich mich... There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute, if you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black, if you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it, if you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view, starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Komm schon! Guck mal, du bist doch so ein muskulöser, starker Mann. Zieh dich doch mal hier. Was will der Typ mir da erzählen, von wegen, ich habe mein Portemonnaie zu Hause vergessen. Komm, rüber. Kann ich mich so abstoßen? Okay, Moment, bleib dran. Auf der... Wir gehen da hoch. Oh, Gott sei Dank ist dieses Lied vorbei. Okay, ich kriege hier innere Aggressionen von diesem Spiel. Bitte! Oh Gott. Oh. Das kann doch nicht sein. Mist. Okay, manchmal klicke ich aus Versehen. Meine Maus rollt hier durch die Gegend, Alter. Ah, Mist. Also, du kommst hier gar nicht hoch anders. Du musst einen richtig üblen... Warum streckt er die Arme nicht sofort ganz aus? Das verstehe ich immer noch nicht so ganz. Okay, pass auf jetzt. Achtung. Oh. Da war ein Kaffeebecher. Aber hier ist schon jemand vor uns gewesen. Und wie soll ich jetzt da hochkommen? Vielleicht da reinklettern? Anyway, when you start sexy hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them, once you have the correct method, or the correct equipment, or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in sexy hiking is real. Okay, aber warum erzählst du mir diese Geschichte? Okay,
Okay, Moment, ich muss hier ganz an die Spitze, glaube ich. What? Oh! Oh! Zieh dich hoch, bitte. Bitte zieh dich hoch. Okay, wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Meine Maus. Nein! Oh, oh. Okay, Freunde, ich brauche dringend eine Pause. Ich halte das nicht mehr aus. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Getting Over It. Ich hoffe, es war euch keine zu große Qual, mir zuzusehen. Wenn ihr sehen möchtet, dass ich den Berg weiter erklimme, dann immer schön eine kleine Bewertung und einen kleinen Kommentar vielleicht, wenn ihr so nett seid. Damit ich weiß, okay, das kann ich mir nochmal geben, das Spiel. Ich habe natürlich jetzt innerlich den Drang, mit diesem halbnackten Mann mit dem Topf unter Leib den Berg weiter zu erklimmen. Und deswegen, Leute, hoffe ich da, ich zähle auf eure Unterstützung. Wie immer. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Reingehauen. Ciao.